Interessant finde ich auch das hier. Hast du das auch schon gesehen? Das sieht aus, als ob hier das ist, eine Art Falle gebaut. Ja, im ganzen so. Gebäude hängen solche Fäden. Ich glaube, hier ist wirklich einer drin. So eine Scheiße. Das sieht so aus. So, hier brummt doch noch was. Ja. Geht ja auch gerade die Pumpe. Und wie sieht's aus? Los geht's. Wir sind drin. Hey Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Tour. Wir sind heute in einem alten Schloss unterwegs. Problem an der ganzen Geschichte ist, es war A, gar nicht so einfach hier reinzukommen und B, es ist schönes Wetter, alle sind draußen. Deshalb müssen wir hier ziemlich leise sein. Nichtsdestotrotz, wir schauen uns das Ganze mal an. In diesem Sinne viel Spaß und los geht's. Dieser Raum ist sinnbildlich für den Zustand des Gebäudes, denn wie ich schon sagte, von außen sieht es pompös aus, es sieht sehr, sehr adäquat aus und hier im Inneren, ihr habt es gesehen, es ist eigentlich nichts, ein Hauch von nichts im ganzen Schloss. Es gibt kaum noch was Interessantes zu sehen. Ja, das meiste ist entkernt und ganz einfach zugemüllt. Sehr, sehr schade. Und auch den Dachboden werden wir nicht mehr betreten, denn ihr seht es ja, es ist alles schon ziemlich einsturzgefährdet. Und das muss man bei dieser Location absolut nicht riskieren, dass man sich hier noch die Knochen bricht. Die Geschichte des Gebäudes beginnt bereits im 18. Jahrhundert. Es folgten einige Umbauten und etliche Besitzerwechsel. Auch den Zweiten Weltkrieg überlebte das Gebäude beinahe unbeschadet. Seit 1990 steht das Anwesen fast durchgehend leer und zerfällt. Zwar gab es in den Jahren einige Interessenten und auch potenzielle Käufer, doch passiert ist nichts. Ob und wie es weitergehen wird mit dem über 200 Jahre alten Schloss, bleibt ungewiss. Hier seht ihr das Schloss nochmal von außen und ich denke, da habe ich auch nicht zu viel versprochen. Es ist natürlich kein riesig großes, pompöses Gebäude, aber nichtsdestotrotz, es hat seinen gewissen Charme. Und ich finde, es sieht eigentlich nicht schlecht aus. Ja, Lenz, das war die erste Location. Dein Fazit, es war jetzt nicht der absolute Knaller, ne? Nee, überhaupt nicht. War relativ enttäuschend. Ich habe mir auch echt mehr erhofft. Sieht von hier aus auch nicht aus wie ein Schloss, von der anderen Seite ja schon eher. Vom Inhalt her relativ mau. Man muss dazu sagen, vor einigen Jahren sind hier Aussteiger drin gewesen. Die haben dort gelebt und ich glaube, sie haben das Ding dann Fürstentum Germania genannt. Aber auch davon sieht man im Grunde genommen nichts. Nichts, gar nichts. Wir haben auch keine Spuren gefunden im Gebäude, wo man mal so ein bisschen auch Hintergrundinformationen bekommt. Ja, das ist sehr schade. Also, gut, ja. Ich würde sagen, auf zur nächsten Location. Wir haben noch ein bisschen was auf dem Zettel. Genau. Und ja. Warten wir mal ab, was wir heute noch so alles erleben werden.
So Freunde, wir haben den zweiten Spot gefunden. Und zwar ist der dort hinten auf der anderen Seite der Straße. Das Gebäude sieht sehr, sehr interessant aus. Drin stehen vertrocknete Pflanzen etc. Aber wir wissen nicht ganz genau, ob das wirklich ein Lost Place ist. Deshalb fliegen wir jetzt mal mit der Drohne rüber und schauen uns die ganze Geschichte an. Was sagst du dazu? Na Lenz, was das jetzt hier wohl wird, ne? Ich bin sehr, sehr gespannt. Das dort ist der zweite Spot, den wir auf unserer Liste hatten. Und ja, wir sind ja eben mit der Drohne einmal drüber geflogen. Das Auto scheint dort nicht zu stehen. Sieht augenscheinlich auch recht verlassen aus, ne? Also man sieht ganz viele vertrocknete Pflanzen im Haus, aber es wird auf jeden Fall sehr interessant werden, das kann ich euch schon versprechen. Ist das aufregend? Tja, keine Ahnung. Ja. Also ihr seht, auch hier ist alles ziemlich verkommen. Sagen, dass die Luft rein ist. Briefe scheint es hier nicht zu geben. Da seht ihr es nochmal. Die ganzen Pflanzen sind vertrocknet. Ich hoffe, man kann es so ein bisschen erkennen jetzt, aber es sieht ganz danach aus, als wenn hier niemand mehr lebt. Ja, Freunde, wir sitzen wieder im Auto. Komisches Gelände. Wir haben es gelassen, wir sind nicht raufgelaufen, weil irgendwie waren auch Katzen im Haus gewesen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, was man von dem Gelände halten soll. Aber ich glaube, es ist besser, wenn wir das einfach lassen und zum nächsten Spot fahren. Oder was sagst du dazu? Ja, wir haben halt nur eine 50-50-Chance. Ne? Ich glaube, ohne die Katzen hätten wir es riskiert. Aber du weißt nicht, was ist mit den Katzen. Also entweder kümmert sich jemand drum oder ist es wirklich verlassen und die Katzen haben irgendwie so eine Katzenklappe, wo sie einfach nur durchkommen und wissen ja auch immer, wo sie was zu fressen finden und tauchen dann da immer quasi unter. Keine Ahnung, also ja, das vielleicht hat mich ein bisschen irritiert. Vielleicht kümmert sich auch gelegentlich mal jemand drum und versorgt die Tiere. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt Wildkatzen sind, das glaube ich nicht. Briefkasten war ja auch habt ihr gesehen, Schild. Genau, kein Schild. Also, tja, entweder klappt oder es klappt nicht. Was haltet ihr von der Location? Werdet ihr da jetzt raufgerannt? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Mahlzeit! Hast du nochmal einen 10er reingetankt? Also einen 15er, ne? Und da gibt es sogar Tankrabatt. Oh, ist ja super. Also wir sind bei 2,11 Euro den Liter. Ja. Ja, das ist ja schon wieder fast ein Schnäppchen, ne? Also das ist schon günstig. Von 2,29 wieder auf 2,11, ja, da können wir nochmal wieder 300 Kilometer mehr fahren. Ne? So Freunde, wir sind am dritten Spot angekommen und der befindet sich in einem kleinen Dorf. Und ihr hört und seht es, hier ist nichts. Hier ist einfach nichts, ein Hauch von gar nichts. Also, ja, wie ausgestorben ist das hier so ein bisschen. Ja, wir gehen jetzt zum Gebäude. Das ist eine alte Molkerei. Vor ungefähr einem halben Jahr war ich schon mal hier gewesen. Da war es allerdings schon dunkel und da haben wir mal einen kurzen Blick reingeworfen. Es sah sehr, sehr interessant aus, alles möbliert. Von daher denke ich, wenn es denn klappt, wird das hochinteressant. Guck mal, da steht noch eine alte landwirtschaftliche Maschine. Also wie ihr seht, wir sind im Inneren der Molkerei. Das war jetzt nicht wirklich schwer. Hier steht alles sperrangelweit offen. Und es sieht so ein bisschen aus, als wenn wir hier so eine kleine Zeitkapsel gefunden haben. Ganz viele alte Gegenstände liegen hier rum.
Ja, und ich denke mal, das dürfte recht interessant werden hier. Wir werden uns das jetzt mal genauestens anschauen. Also, wie gesagt, bei dem Gebäude handelt es sich um eine alte Molkerei. Steht auch draußen dran, ganz groß. Und ja, hier sieht man, hier waren die Tiere gewesen. Also eigentlich sieht man nicht mehr viel, weil halt alles ziemlich zugemüllt ist. Sei bloß nicht so laut hier. Ja, hier haben wir noch eine kleine Abstellkammer. Steht ja sogar noch ein bisschen was drin. Zeitschriften, Bücher etc. aus den 70ern. Aus den 70ern? Ja, ganz viel. Also egal, um was es geht. Also hier geht es jetzt in die, ja, in das Wohnhaus, würde ich fast sagen. Also es muss eine sehr, sehr kleine Molkerei gewesen sein. Denn das hier sind alles irgendwie so private Räume jetzt. Hier wird es hochinteressant. Hier kommen ganz viele persönliche Dokumente jetzt. Was ist das hier? Eine Karte? Nee. Moment, packen wir das mal. Was haben wir hier? Nähbeschreibungen. Farbschnittbogen. Farbschnittbogen. Mhm. Wir haben ja hier auch die Border liegen. Das ist so eine typische Frauenzeitschrift. Ja, das ergibt natürlich Sinn. Wenn er Quatsch erzählt hat, dann schreibt es mal in die Kommentare. So sein. Sag mal, was ist das denn hier? Ach du Scheiße. Soll das jetzt Blut darstellen auf dem Bild? Ich hab's auch sofort gedacht. Dreh mal um. Ist da irgendwas drauf? Ey, das ist ja jetzt echt abgefahren. Nee, doch, September 2002. Da müssen wir noch hoffentlich sein, dass der Wind das war, der die Tür jetzt hier aufgemacht hat, oder? Dann bitte nach vorne. Es war der Wind, der die Tür aufgemacht hat. Bist du sicher? Ja. Ganz sicher? Ja, es steht keiner vor der Tür. Alter Schwede, das Wind. Es ist der Wind. Ja. Aber ich kann dir sagen, mir ging auch gerade richtig heftig die Pumpe. Aber nichtsdestotrotz, was ist das? Das ist vom Boden. Und die Zählerstände? Zählerstände, Boden. Ja, aber das sieht doch aus wie Blut hier, oder was? Ich weiß nicht. Was sind das für Bilder? Warum fotografiert man eine... Das ist doch eine Lampe hier, oder was? Kochplatte? Leute, was sagt ihr dazu? Das ist echt creepy. Vielleicht. Vor allem, was sind das für komische... Naja, es sind ja irgendwelche Bestandsaufnahmen, die gemacht wurden, die den Zustand beschreiben. Erstmal grundsätzlich. Komische Sache. Das heißt, du weißt schon, wie lange das hier auch so aussieht. Ja. Das ist... Das geht schon einige Zeit lang so. Freunde, ganz ehrlich, das könnte echt eine Location aus einem Horrorfilm sein. Es knarrt überall, es sieht hier total verwüstet aus teilweise und trotzdem liegen dann auch noch so viele Dokumente rum, so viele persönliche Sachen, das ist total abgefahren. Interessant finde ich auch das hier. Hast du das auch schon gesehen? Das sieht aus, als ob hier das ist, eine Art Falle gebaut. Ja, im ganzen Gebäude hängen solche Fäden. Das glaube ich auch, dass man hier eine Falle gebaut hat. Also das ist wirklich alles sehr dubios hier. So, das hier wird das Wohnzimmer gewesen sein, würde ich bald sagen. Und hier müssen wir echt aufpassen. Denn dort sind die Nachbarhäuser. Auch hier ganz viele Dokumente, aber
verraten jetzt nicht wirklich was, ne? Nach längerer Krankheit verschied heute Mittag plötzlich und unerwartet mein lieber Mann und guter Vater, Großvater, Schwiegervater, Bruder und Schwager. 1939. Geboren, ne? Würde ich sagen, oder was? Nee. Gestorben? Das ist an dem Tag aufgenommen oder geschrieben. Na, wie heißt der Ort? Maisborstel? Ja. Kann das gar nicht richtig lesen. Maisborstel. 1939. Oh, Wahnsinn. Das ist ein Ding. Tja, und das ist dann der letzte Raum hier unten, den wir so noch nicht gesehen haben. Dann sind wir nämlich unten auch schon fertig. Hier haben wir nochmal einen schönen alten Ofen. Und anders als im Schloss ist der sogar noch erhalten. Ich würde sagen, hier unten sind wir fertig. Gehen wir noch schnell nach oben, oder was? Ja. Der Stärkste geht natürlich wieder voran. Genau. Unheimlich hier, ja? Bisschen schon, ja. Alter Schwede. Hier hängen sogar noch die alten Kleider. Abgefahren. Das ist echt abgefahren. Was ist das denn hier vorne? Weiß ich auch nicht. Pelz oder sowas. Was ist das? Das sah am Anfang auf wie ein Tier. Nein, glaube ich nicht. Auch hier die Schränke. Auch noch ganz viel Kleidung drin. Hast du es gehört? Ja, hab ich. Du auch? Ja. Hier stampft einer drin rum. Bist du sicher? Hm, ich glaube ja. Ich habe Schritte gehört. Na gut, können wir jetzt nichts gegen machen. Also es klang so, als wenn hier unten einer rumgelaufen ist. Ich habe so ein Stampfen gehört, so bumm, bumm, bumm. Und jetzt? Jo, jetzt warten wir. Schon mal. Also wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen die Treppe runter, machen die Tür auf und gehen hier raus. Weil vorher will ich nochmal hier einen Blick reinwerfen. Ich glaube, hier ist wirklich einer drin, jetzt ohne Scheiß. Ich muss raus. So, hier brummt doch noch was. Ja. Freunde, auch hier. So, was ist das denn? Ich hab verdammt. Ne. Soll ich mal die Stellung halten? Hier ist auch wieder so ein Band. Auch wieder so ein Nähband. Aber wir gehen hier jetzt einfach raus. Hier brummt, aber irgendwas, hast du das auch gehört? Ach, hier in der Stromzähne. Ja. Nein, der brummt nicht mehr. Hier muss jemand was angemacht haben. Besser, weil er kurz gebrummt.
Wir sollten hier abhauen. Das ist dein Herz. Doch, wir sollten hier schleunigst raus. Das ist kein guter Jauch. Nee, das ist jetzt wirklich kein guter Jauch. Scheiße. Sei nicht so laut. Geht dir auch gerade die Pumpe? Ja nicht hinterlassen. Die knickt uns einfach auf. Lass uns mal hier lieber verschwinden. Freunde, hier an der Stelle ist erstmal Schluss. Da geht's runter. So, Freunde, wir sind zurück am Auto. Und das war ja wohl echt unheimlich gewesen, gerade dieses Gebäude, oder? Das fing schon an mit den ganzen Lichtschatten-Effekten. Das wirkt schon alles irgendwie so mysteriös, unheimlich. Und auch das Ganze drumherum, das war ziemlich creepy. Und das, was sich da eben in der oberen Etage abgespielt hat, das hat eigentlich alles getoppt. Ne? Es klang so, als wenn quasi jemand im Gebäude ist und dort rumläuft. Also wir haben quasi Schritte gehört. Die können natürlich auch von Tieren gekommen sein oder diese Geräusche können durch Tiere entstanden sein, das weiß ich nicht genau. Aber das Allerbeste war dann halt noch, als der Stromkasten anfing zu brummen. Er hat die ganze Zeit nicht gebrummt. Ich hatte gleich am Anfang, als wir in das Gebäude gegangen sind, geguckt, ob irgendwie Strom vorhanden ist. War nicht. Und dann fängt er quasi dort an zu brummen und hört kurze Zeit danach wieder auf. Also das war alles irgendwie sehr, sehr mysteriös, sehr unheimlich. Und ich bin auch froh, dass wir ja wieder beim Auto sind. Wir beenden das hier. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin, haut rein, ciao, ciao.